Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Samstag, das bedeutet, heute gibt es eine Folge Tipps. Leider ist genau hier diese erste Videodatei, die ich gerade wieder neu aufnehme, abhanden gekommen. Das bedeutet, ich nehme das hier einige Zeit später wieder auf. Auf jeden Fall werde ich dir heute mal zeigen, wie ich meine Hobelbank abschleifen werde. Da siehst du auch auf jeden Fall mal den Unterschied und ich werde grundsätzlich ein paar Worte dazu sagen, warum ich früher ein Feind dagegen war. Alles das gibt es heute in diesem kurzen Video. Viel Spaß! Warum mache ich jetzt ein eigenes Video, wo ich euch zeige, wie ich meine Hobelbank abschleife? Ganz einfach, dass du siehst, was es für einen Unterschied machen kann, wenn man doch mal die Decke abschleift. Ich war ganz stark dagegen, weil ich habe mir einfach gedacht, eine Hobelbank, die ist 100 Jahre alt, wenn man das je einmal im Jahr machen tut, dann ist die Lebenszeit begrenzt. Die hier ist bestimmt schon über 100 Jahre alt und deswegen wollte ich das halt auch nicht machen, weil ich gedacht habe, es wäre nicht gut. Aber ich habe einfach gesehen, dass unten drunter die Oberfläche richtig, richtig schön aussieht und ich habe viele Leimtropfer drauf, ich habe viel Dreck auch drauf und das werde ich jetzt mal ausschleifen und ich möchte einfach im Video zeigen, wie das dann aussehen kann, wenn man oben diesen Dreck mal runterschleift. Außerdem ist oben meine Oberfläche, die ist teilweise schwarz. Ich glaube, das kommt vom Öl. Ich weiß es aber auch nicht genau. Das will ich auch mal schauen, ob man es wegschleifen kann. Das siehst du da noch gleich. Aber es ist als erstes mal so ein bisschen was Geschichtliches zu meiner Hobelbank. Ihr seht, die hat sehr viel Charakter, sehr viel Farbe hier überall drauf. Es hat auch hier eine schöne Schublade und alles schön massiv gebaut. Und das Interessante an der Hobelbank ist, dass die schon, ich glaube, ein oder zweimal komplett im Wasser gestanden hat. Die hat vorher bei meinem Großvater in der Werkstatt gestanden und das Haus steht an der Saar. Ich bin ja aus dem Saarland und da ist das Gewässer die Saar. Und dort war, ich glaube, 1970, ich weiß es nicht genau, war ein Hochwasser. Und mein Großvater hat dann die ganzen Elektromotoren abgeschraubt und die Maschinen waren im Boden einbetoniert und die haben dann unter Wasser gestanden. Auch die Hobelbank, die hat auch unter Wasser gestanden und es ist komisch zu wissen, dass die komplett unter Wasser gestanden hat. Vielleicht ist es deswegen auch noch so haltbar, keine Ahnung. Hier unten seht ihr das Gestell. Das ist mal vielleicht für euch ganz interessant, falls ihr euch eine Hobelbank nachbaut. Die ist hier vorne abgeschrägt. Das ist aus dem Grund, dass ihr dann näher an die Hobelbank rangehen könnt. Falls ihr irgendwie hier oben was stemmen müsst, könnt ihr dann einfach näher rangehen, weil das Gestell unten Platz macht für eure Beine und eure Füße. Das ist auch ganz interessant. Bei meinem Opa hat das Gestell auch, glaube ich, immer falsch rumgestanden. Ich weiß nicht, warum er das getan hat, aber auf jeden Fall war das so. Außerdem ist das Gestell unten schon extrem zerfressen von Holzwürmern. Oben die Deckplatte zum Glück nicht, aber hier unten das Gestell, da sind teilweise schon kleine Stücke rausgebrochen. Aber es ist alles eine schöne massive Holzverbindung, deswegen hält das trotzdem immer noch richtig gut. Kleiner Tipp an euch, ihr könnt eure Hobelbank, wenn sie an der Wand steht, in die Wand verschrauben. Das haben wir, als sie an der Seite gestanden hat, haben wir das auch getan. Es ist nochmal stabiler. Jetzt schauen wir uns mal hier oben die Oberfläche an. Ihr seht hier, wie ich einmal hier mit dem Extenderschleifer ein Stück geschliffen habe. Und das ist auch der Grund, weswegen ich das Video hier mache. Und ihr seht hier überall kleine Leimreste. Manchmal hat man hier auch reingebohrt. Das ist aber nicht mal von mir. Was vielleicht für euch noch praktisch ist, ist halt die Info. Hier ist eine Schraube, das ist eine Gewindestange. Die geht komplett durch die ganze Hobelbank. Und hier ist das Gegenstück. Das könnt ihr mal festziehen, wenn ihr euch eine neue holt. Oft ist da ein ganz klein wenig Spiel und dann könnt ihr einfach nochmal alles ein gutes Stück zusammenziehen. Außerdem habt ihr hier noch, beziehungsweise bei mir ist das, ihr habt hier eine Möglichkeit, noch Werkzeug reinzuschrauben. Aber genau weiß ich nicht, für was das ist. Ich schätze mal, dass das ein Niederhalter ist oder ein genereller Halter. Ich spare mir jetzt hier 80er Korn auf meinen Extenderschleifer und werde einfach mal anfangen, die Arbeitsplatte oben ein bisschen runterzuschleifen. Die Bank ist jetzt abgeschliffen und die Oberfläche fühlt sich jetzt schon viel besser an und man muss nicht so schnell Angst haben, dass man sich das Werkstück verrammelt, wenn man es drauflegt. Das ist schon mal ein schöner Vorteil. Ich habe auch gemerkt, dass auf manchen Stellen, das war wie Teer das Zeug da drauf, als ich es weggeschliffen habe. Das war schon echt übel, das war echt pechschwarz. Vielleicht kennt ja sich jemand von euch aus oder hat auch noch nur so eine Hobelbank, wo der irgendwas drauf gemacht hat, dass das halt eben so diese Oberfläche gibt. Ich weiß es nicht. Ich kann meinen Opa leider nicht mehr fragen. Das war so ein ganz kurzes Video für dich. Einfach mal, damit du weißt, wie so eine Hobelbank unter dieser Dreckschicht aussehen kann. Wie gesagt, ich bin echt erstaunt, wie gut es jetzt schon wieder aussieht, wenn man nur so ein bisschen von diesem Dreck mal runterschleift. Ich habe es auch extra nicht mit dem Bandschleifer gemacht, weil das mir zu aggressiv gewesen wäre.
Du kannst dir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie du so die Pflege von deiner Hobelbank gestaltest. Da werde ich auch nochmal ein bisschen schlauer draus. Für generell Abrichten bin ich gar kein Freund von, weil das mir einfach viel zu viel Material wegnimmt. Und ich will es auch mit 60 noch haben. Schreib mir wie gesagt gerne mal in die Kommentare, wie du so deine Hobelbank pflegst. Und ob du ein Öl drauf machst, also ich werde kein Öl drauf machen, einfach, dass ich mir die Werkstücke nicht versaue. Aber wenn du da dich gut auskennst und das schon länger machst, kannst du mir das sehr, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Das hilft mir dann auch weiter. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Video mal. Ciao.